Walter Rosenkranz, FPÖ, nun am Wort. Schulbeginn und wir haben jetzt eine kleine Bildungsdebatte. Nachdem wir drei Vertreter der Sozialdemokratie gehört haben, die uns ihre Träume, Utopien und Wünsche aus der Löbelstraße unter Einsatz des Elfenbeinturms Minoritenplatz hier geschildert haben, die in Wirklichkeit von dem, was sich in Österreichs Schulen abspielt, keine Ahnung mehr haben, dürfen wir nach diesen Lobhymnen manche Dinge vielleicht zurechtrücken. Eines zu Beginn. Es wurde die Situation der, wie hat die Frau Kollegin gesagt, rund 5.809 Asylwerberkinder in Österreich angesprochen. Und es wurde auch von allen Rednern und Vorrednern hier gemeint, um die muss man sich kümmern. Und das muss man auch beklatschen entsprechend. Kolleginnen und Kollegen, wenn schulpflichtige Kinder in Österreich sind, gibt es ein Gesetz dafür, dass die in die Schule gehen müssen. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir hier im Nationalrat sogar darüber sprechen müssen, dass Gesetze einzuhalten sind. Um nichts anderes geht es. Wir haben das Gesetz der Schulpflicht und daher sind selbstverständlich alle Kinder, die hier sind, zu beschulen. Und es müssen daher auch die entsprechenden organisatorischen Dinge geschaffen werden, aber nicht so, wie ich dann ein paar Beispiele dann bringen darf. Wenn gesagt wurde, wir haben jetzt eine Bildungsreformkommission und die wird vielleicht auch mutige Entscheidungen fällen. Naja, wenn ich sehe, was diese Regierung in Richtung Gesundheitspolitik, in Richtung Landesverteidigung, in Richtung Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsstandort, ich denke da gerade an die Gräuelpakete für den Tourismus, für den Fremdenverkehr, über die Gastwirte und so weiter, was passiert, naja, dann werde ich nicht glauben, dass es mit der Bildung besser wird. Und wenn hier der Titel dieser, die Chancen, ja, ich weiß, der Herr Bundeskanzler hat uns gesagt, dass für den Herrn Dogudan, Foto und Co. alles kein Problem sein wird. Nur es gibt andere Gastronomen in Niederösterreich, wo jede Woche zwei Wirtshäuser zusperren, dank ihrer Wirtschaftspolitik. Das können Sie sich einmal hinter die Ohren schreiben. Chancengerechtigkeit wurde gesagt. Es ist doch eines hat gefehlt, und zwar diese ererbten Bildungschancen. Die sind noch nicht angesprochen worden. Ich sage Ihnen eines, dieses Bildungssystem, das Sie vorhaben, wird in Zukunft noch mehr die soziale Kluft öffnen zwischen denen, die sich eine teure Privatschule für ihre Kinder leisten können, und diejenigen, die gezwungen sind, ins öffentliche Schulsystem zu gehen. Was haben wir nicht gehört? Ganztagsbetreuung, natürlich, die Veränderungen am Arbeitsmarkt sind so, dass man ganztägige Schulformen brauchen wird. Nur die Illusion zu glauben, es wird dort so funktionieren mit der Schule ohne Schultasche, nicht mehr zu Hause lernen zu müssen, das Kind wird fertig sein. Die Ganztagsschule, sie dauert von 8 bis 16.30 Uhr. Wenn wir jetzt vielleicht auch noch den Schulstart später machen, um 9 Uhr, ja, dann bleiben 7,5 Stunden oder 6,5 Stunden pro Tag übrig für 5 oder 6 Stunden Unterricht, den es bis jetzt gegeben hat, für die tägliche Bewegungseinheit, für das Mittagessen, für Spiel und Spaß und noch dabei. Das geht sich nach den Grundrechnungsarten ohne eine Verkürzung der Unterrichtszeit nicht aus. Und wenn von der Anstrengung auch gesprochen wurde und von der Leistung, von einem wurde noch nicht gesprochen, von der Disziplin. Wenn wir Lehrerinnen und Lehrer sagen, 70% der Unterrichtszeit geht dahin, dass man Disziplin in der Klasse herstellen muss, bevor man überhaupt zu einem Lehrinhalt kommt, dann weiß ich, dass in unserem Bildungssystem einiges falsch läuft. Es gibt viele Dinge, die angesprochen worden sind. Ich sage nur eines, was stattfindet, und das ist in weiten Politfeldern so, ist die absolute Realitätsverweigerung. Wenn man sagt, es ist für die Schulen alles da, nur ein aktuelles Beispiel über die Chancengerechtigkeit. Bundesgymnasium Albert-Gasse in Wien, den Eltern wird zu Beginn des Schuljahres gesagt, es werden aus Kostengründen die 4 Vorbereitungsstunden für die Matura gestrichen. Wir brauchen andererseits Geld für Arabischlehrer, und unter Umständen wird es so sein wie im letzten Winter, im kommenden, dass nur sporadisch die Heizung aufgedreht wird, damit die Schüler mit den Jacken drinnen sitzen müssen im Unterricht. Das ist Bildungsrealität, Schulrealität. Und wenn ich zur Chancengerechtigkeit komme, ein kleines Beispiel, wie das die SPÖ zum Beispiel in Amstetten sieht. Wenn dort ein junger Mann
ein FPÖ-Leiberl trägt, dann sagt man ihm schon, na, dein Vertrag bei der Stadt wird nicht verlängert werden. Es geschieht auch so. Und wenn er daraufhin seine Kollegin anspricht und sagt, warum darfst du in der Freizeit ein SPÖ-Leiberl tragen, dann wird er nach einem Wortgefecht sogar noch von sozialistischen Parteigängern verprügelt, krankenhausreif geschlagen und der Arm wird ihm gebrochen. Strafrechtlich anhängig bereits. Und die werden wir finden, Frau Kollegin Königsberger-Ludwig. Für Walter Rosenkranz von der FPÖ ist die Bildungspolitik der Ministerin Realitätsverweigerung. Als nächster hat sich Harald Walser, der Bildungssprecher der Grünen, zu Wort gemeldet.